Im Leben gibt es Momente, die dazu führen, dass Paare, Freunde und Familien eine Zeit lang getrennt sind. Aber egal wie lange es dauert, sie werden immer wieder zusammengeführt. Und heute zeigen wir euch diese herzerwärmenden Wiedervereinigungen. Ein Umzug in eine andere Stadt führt oft dazu, dass sich selbst enge Menschen auseinanderleben. Aber nicht in diesem Fall, als eine Freundin eine andere mit einem Besuch überraschte. Und dieser Junge beschloss, kreativ zu sein und seine Freundin mit einer unerwarteten Heimkehr an ihrem Geburtstag zu überraschen. Drei Jahre Fernbeziehung. Und hier ist der rührende Moment, in dem sie sich endlich zum ersten Mal treffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Telefon es zu schätzen wusste. Dieser Mann hatte einen ganz normalen Tag, der eine Wendung nahm, als ihn seine Freundin in der Schule überraschte. Diese beiden waren schon lange online befreundet und hatten nun endlich die Chance, sich im echten Leben zu treffen. Obwohl er ein Grinch-Kostüm trägt, hat dieser Mann das Weihnachtsfest seiner Töchter auf jeden Fall zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Die eine Freundin weint und die andere kann es kaum glauben, dass ihr Freund sie an einer Uni besuchen kommt. Charity, I'm gonna send a video to your daddy. Hey, what would you say if he was here today? Mommy, what would you say? Love you, miss you. Nach 3 Monaten Ausbildung und 6 Monaten in Afghanistan beschloss dieser Soldat, seine Familie mit einer früheren Rückkehr zu überraschen. Are you freaking kidding me? This is Bronson. Your husband's here reporting for duty. Dieses Mädchen schickte ein Paket an ihre beste Freundin und besuchte sie sogar persönlich. Sie ist 11 Stunden aus Großbritannien geflogen, um ihren besten Freund zu überraschen, der weit weg ist. Und das war es auch wert. Dieses Paar lebte 6 Monate getrennt. Also beschloss das Mädchen, ihren Freund mit einem Besuch zu überraschen. Und er überraschte sie im Gegenzug mit einem Bodyslam. Und dieser Kerl überraschte seinen besten Freund nach einiger Zeit der Trennung. Was würdet ihr tun, wenn ihr euren Fernbeziehungspartner zum ersten Mal sehen würdet? Dieser Typ hatte eine eher ungewöhnliche Reaktion, aber wenigstens kam er zurück. Dieses Paar hat sich online kennengelernt und nach 4 Monaten Vorfreude ist er von Kalifornien nach Georgia geflogen, um sie zu treffen. Bei diesem ersten lang erwarteten Treffen machte er ihr direkt am Flughafen einen Heiratsantrag und überreichte ihr einen Liebesbrief, der fortan ihre Liebe symbolisieren sollte. Wenn euer Freund nicht zu euch kommen will, müsst ihr zu eurem Freund kommen. Die besten Freunde dieser Frau hatten eine lustige Idee, um sie zu überraschen. Sie bestellten ihr eine Flasche Prosecco und legten ihr einen Zettel bei, auf dem stand, dass sie mehr Gläser braucht. Ein Mädchen, das seine Freunde seit 3,5 Jahren nicht mehr gesehen hat, hat dafür gesorgt, dass jede beste Freundin überrascht wird. Hier haben die Eltern des Paares dem Mädchen geholfen, von den USA nach England zu reisen, um die Turteltauben wieder zusammenzubringen. Hey,
Dieses Mädchen wollte ihren Freund überraschen, nachdem sie von einer 6-monatigen Reise nach London zurückgekehrt war. Dieser Mann wollte seine beste Freundin besuchen und überraschte sie mit einem Spider-Man-Kuss, nachdem sie lange Zeit getrennt war. Und hier sehen wir die überraschende Heimkehr dieser Frau nach einem Einsatz. Sie hatte die Gelegenheit, nach Hause zu kommen und ihren geliebten Mann zu überraschen. Waffenbrüder sind fürs Leben. Zwei Veteranen trafen sich nach 58 Jahren wieder und konnten die Tränen nicht zurückhalten. Oh. I never thought I'd see you again. So sieht ein echter Schock aus, wenn man nicht damit rechnet, seinen besten Freund nach einer langen Trennung wiederzusehen, besonders kurz nach dem Schulabschluss. Dieses Mädchen ist über 1300 Kilometer gereist, um ihre Freundin zu sehen. Wenn meine Freundin so reagieren würde, würde ich auch ans andere Ende der Welt reisen. Aufgrund von Covid wurden viele Paare, Freunde und Familien getrennt. Aber diese Frauen ließen sich nicht von einer Pandemie trennen. Jedes Mal wie das erste Mal. Der ältere Bruder dieses Jungen grüßte ihn jeden Tag mit einem anderen Kostüm aus der Schule. Heute ist er ein Clown, morgen ein Gorilla und am nächsten Tag ist er Jason aus Freitag der 13. Sieht so aus, als hätten beide Spaß, vor allem der ältere Bruder. Diese Frauen haben sich online angefreundet und ungefähr zur gleichen Zeit ein Kind bekommen. Leider war das Kind der einen Frau lebensbedrohlich erkrankt, aber trotzdem hat sie den Sprung gewagt und ihre Freundin mit einem Besuch überrascht. Eine Überraschung nach 2,5 Jahren. Ein süßes Wiedersehen zwischen besten Freundinnen. Was wünscht ihr euch zum Geburtstag? Dieser Junge hat das beste Geschenk bekommen. Einen Besuch von seiner besten Freundin. Und hier ist ein weiteres Beispiel für ein tolles Geschenk. Sie war so glücklich, dass sie aus dem Fenster kletterte, weil es zu lange gedauert hätte, eine Tür zu benutzen. What? 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 Dieser Mann brauchte einen Moment, um zu verarbeiten, was passierte, als seine Freundin ihn nach einer langen Zeit der Trennung überraschte. Dieses Paar führte eine Fernbeziehung, aber das Mädchen konnte nicht länger warten und überraschte ihren Freund persönlich. Der Preis für diese wunderbaren Gefühle sind 2 Monate und 1600 Kilometer. Und dieses Mädchen wollte ihrem Freund an seinem Geburtstag eine Freude machen, also flog sie extra aus Nashville ein. Das war wahrscheinlich der beste Morgen seines Lebens. Kinder wollten ihren Vater überraschen und haben seine Geschwister eingeflogen, die er seit über 20 Jahren nicht gesehen hat.
Wie viele Paare kennt ihr, die eine Fernbeziehung aushalten würden? Dieses Paar hat sich nach 7 Jahren endlich getroffen und nichts konnte ihnen im Weg stehen. Diese Frau überraschte ihren Mann, als sie die Jungs zusammenbrachte, mit denen er 2011 und 2012 in Afghanistan gedient hatte. Er hatte sie seit 2015 nicht mehr gesehen. Er dachte, er sei auf einem Weg zu einer Party eines Freundes. Aber er wusste nicht, was dort wirklich ihn erwartet. Die beste Freundin dieses Mädchens lebte in Los Angeles, aber konnte sie endlich besuchen. Schaut euch nur diese Umarmung an. Sogar das Telefon fiel ihr zum Opfer. Wenn ihr keine tollen Videos wie dieses mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.